Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2, Scholar of the Fierce Sin. Weiter geht's, Soundcheck. Und weiter. Wieder auf zum Schrein von Amana. Würde ich mal sagen. Und schon wieder diese Viecher erledigen. Das war mir wichtig, dass der Heiler weg ist. So, ich mach's mit Lebensteinen. So, weg ist, bist du. Haha. Das ist der eine da. Oh, Zielflugkristallsäbenmasse. Wie viel braucht es eigentlich? Zweiunddreißig, das kann die doch nicht. Ja, ich hab dich gesehen.
Und dich ebenfalls. Ja, da hinten liegt noch was. So, die Sachen habe ich. Also kann ich weiter. Wo willst du hin? Komm her! So, hab ich dich. Priesterin Handschuhe? Wir haben schon wieder 11.000 Seelen. Wer bist du denn? Ja, und weg ist er. Ja, das hört sich schon noch einen komischen Gegner an. Hi! Hallo, Sangesthemen! Hallo, Riesenkröte! Na, du! Du und dein Panzer! Erwischt. Ja, springt zurück. Los, mach. Oh, ich habe über die Hälfte schon abgezogen. Na, was machst du? Au!
Da war ich ja auch ein bisschen schneller, ne? So. Weiter, 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 weiter. Ich laufe jetzt gerade mit 48.000 Seelen rum. Das ist mir ein bisschen viel. Und ich habe noch ziemlich viele in der Tasche. Nein, Fernseher, du wirst dich nicht ausschalten. Das wirst du nicht. Wer versteckt sich denn da? Magiepfeile. Gut. Brauche ich zwar nicht, aber egal. Ich habe mich gerade erschreckt. Da war ja was. Der soll nicht rumnerven. Hier kommt man übrigens nur durch, wenn man untot ist. Ja. Jetzt dieser Pyromant. Heil dich! Haha! Gebackstabbt! Who are you? And what do you want from us? Milfinito, that is what we are called. My name. Do you mean our name? We know nothing of the outside world. We sing eternally for those who bear death and dark within themselves. We have been here forever. We know nothing of the outside world, and we do not need to. The little ones were born from the great dead one. And the great dead one taught us song. We have sung ever since, to comfort those bound by death and dark. This is what we were taught. You silenced that curse of singing.
Please accept these as a thank you. Okay. Danke für den göttlichen Segen. Danke für das versteinerte Etwas. Jetzt wird's heikel. Hier unten sind nämlich auch Pyromanten. Mal wieder. Das funktioniert nicht. Das Problem ist nämlich, dass außen auch noch einer ist. Haha, aber gebacksteppt. Das löst das ganze Problem. So, zum Pyromant Nummer 3. Und Backstab. Na, komm her. Und weg ist er. Gut. Hallo, Kiste. Mit dem Menschentöter, ein Katana. Und hier ist auch eine Kiste. Mit Asketenleuchtfeuer. Okay. Brauche ich aber nicht mehr. Hier kann man sie übrigens schmendlich machen, allerdings nur, wenn man keine Menschenbilder mehr hat. Nur dann. Und was umsonst? Was? Da hängt ein... Da hängt ja ein... Schmetterling. Die hängen aber auch an den blödesten, komischen Stellen. Okay, jetzt kommt erster Ton. Wie viele Seelen habe ich eigentlich im Petto? Die Sangesdämon-Seele? 10.000? 15.000? 27.000? 29.000? 19.800? Also, bevor ich hier leveln gehe, werde ich mir natürlich alles verkaufen, was ich nicht mehr brauche. Also, hierdurch erstmal. Oh, meine Waffe ist so ziemlich kaputt.
Jetzt bin ich. Hallo, Gruft der Untoten. Hi. Ich wusste, diesmal war ich vorbereitet. Hallo, du da. Damit meint er wohl Vengal. Hier liegt nichts um die Ecke. Aber hier. Gehe ich weiter? Nein. Obwohl da gleich ein Zauberstab kommt, der den ich haben will. Eigentlich müsste ich hier in der Farm. Ich gehe mal Wasser kaufen. So. Wie im Kriegerhelm und wie im Großschild. Mal wieder. Soll ich es Duel wielden oder was? Meg.
Wieder alte Peitschen zu viel. Ein Arbeitshaken zu viel. Die brauche ich nicht mehr, man kann ja nicht mehr als... So, jetzt nehme ich mal jetzt die Level. Ich glaube, ich kann 3 Level machen. So. Aufsteigen. Oh Mann, mein Magen meckert gerade etwas. Ich muss ja gerade ein bisschen mit dem Magen rumbohren. Hoffentlich hört man das nicht im Video. Heilung gekauft! Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.